Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und heute widmen wir uns dem sogenannten WACOC-System. Also bleibt dran! Das WACOC-Modell ist ein spannendes Kommunikationsmodell. Das hat jetzt primär mit Hypnose eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber ist ein super Modell, wenn man verstehen möchte, wie man erfolgreich mit seinem Gegenüber kommuniziert. WACOC, das steht für unsere fünf Sinne. Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Also sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Ja? Und man sagt, das sind unsere fünf Hauptkanäle. Und von diesen fünf Hauptkanälen sind in der Regel oder ist mindestens einer, manchmal auch zwei, besonders ausgeprägt. Und das Spannende ist, man kann ganz leicht herausfinden, welcher Kanal ausgeprägt, besonders ausgeprägt bei einer Person ist. Und das hat entscheidende Vorteile. Also, wir haben den visuellen Sinneskanal. Das ist definitiv einer der wichtigsten Sinneskanäle, den wir haben als Menschen, denn wir müssen uns ja orientieren im Raum. Die Augen sind für ca. 70% der Wahrnehmung verantwortlich und sorgen so für den ersten Eindruck. Ja? Das ist der visuelle Sinneskanal. Der ist bei sehr, sehr vielen Menschen sehr intensiv ausgeprägt. Und auf der anderen Seite ist der auditive Sinneskanal, also der Gehörsinn. Und das Ohr, das ist nicht nur verantwortlich für den Gehörsinn, sondern auch für den Gleichgewichtssinn in unserem Körper. Der wird nämlich über das Ohr gesteuert. Diese beiden sind sehr, sehr häufig die entscheidenden Kanäle bei Menschen. Dann gibt es den sogenannten kinästhetischen Sinneskanal. Ja? Denn unsere Haut hat die Fähigkeit, Berührung wahrzunehmen. Ja? Und sie sorgt auch dafür, dass wir so Dinge wie Druck, wie Spannung oder wie Temperaturunterschiede fühlen. Dann haben wir den olfaktorischen Sinn, also der Geruchssinn. Ja? Wenn wir halt durch die Nase ein- oder ausatmen, nehmen wir Gerüche wahr, Stoffe, Duftstoffe und unser Gehirn kann die analysieren und verarbeiten. Und letztlich haben wir noch den gustatorischen Sinn, den Geschmackssinn. Ja? Also die Zunge, die ja den Zerkleinerungsprozess beim Essen kontrolliert. Und das ist ein überaus empfindliches Organ, denn wir haben über 9000 Geschmacksknospen auf der Zunge, die dafür zuständig sind, dass wir Geschmack wahrnehmen und analysieren können und Nahrung eben bis ins Detail wahrnehmen können. Gerade die letzten beiden Sinne sind sehr häufig nicht die ausgeprägtesten bei Menschen, weil ganz, ganz viele Menschen über den Geschmack oder den Geruchssinn als Hauptkanal wahrnehmen können. Ja, tatsächlich ist in der Regel Hören, Sehen und Fühlen viel, viel wichtiger. Es macht natürlich total Sinn, wenn man dieselbe Sprache spricht, dass man sich dann versteht. Und ich meine damit nicht Deutsch und Englisch oder Deutsch und Französisch, sondern ich meine wirklich die Sprache an sich, denn auch Sprache kann vielfältig sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Angenommen, wir hätten einen Schüler. Es gibt Schüler, das sind auditive Typen, die können viel, viel besser lernen, indem sie eine Grafik sehen. Ja, ihr kennt vielleicht den Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das stimmt total, wenn du einen Typen vor dir hast, der halt sehr über das Grafische geht. Ja, also über das Visuelle. Ja. Der wird viel, viel schwerer lernen können, wenn man ihm zum Beispiel einen Text vorliest. Weil wenn der ein Bild sieht, dann ist er voll in seinem Element. Und dann gibt es Typen, wie zum Beispiel mir. Ich bin eher der auditive Typ. Ja? Ich kann etwas viel, viel besser verarbeiten und verstehen, wenn ich das höre. Ja? Ich habe früher in meinen Schulzeiten sehr, sehr viel gelesen und dann kam das Abitur. Und dann hatte ich keine Zeit mehr zum Lesen und dann habe ich irgendwie die Lust und Laune am Lesen verloren. Und ich lese drei Buchseiten und dann bin ich völlig unkonzentriert. Ja? Und habe dann angefangen, irgendwann Hörbücher zu hören. Ja? Auch Sachbücher, aber immer als Hörbuch. Weil wenn ich was höre, kann ich das viel besser wahrnehmen. Ja? Beim Kinästheten Kinästheten zum Beispiel, da ist ein Schüler, der Kinästhet ist, der muss Dinge anfassen, um die zu lernen. Also zum Beispiel ein Modell in die Hand nehmen oder so. Darüber kann der viel besser lernen. Ja? Also man sieht sehr, sehr gut, jeder Mensch hat
einen Kanal oder halt zwei, die besonders stark ausgeprägt sind. Und wenn du jetzt jemanden hast, der zum Beispiel ein visueller Mensch ist und du erzählst dem die ganze Zeit irgendwas, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Also nehmen wir an, du hast jemanden, der ist auditiv, ja, der übers Hören geht. Und du erzählst dir die ganze Zeit, stell dir vor und da ist noch das Bild etc. Und du redest die ganze Zeit in Bildern, dann wird der irgendwann abschalten, weil du sozusagen nicht seine Sprache sprichst. So, und man kann aber ganz, ganz leicht rausfinden, welche Sprache dort jemand spricht. Es gibt nämlich so Schlüsselsätze und da müsst ihr einfach mal drauf achten, wenn ihr mit jemandem kommuniziert und euch unterhaltet, wirklich ganz bewusst aufpassen. Es gibt Leute, die verwenden sehr gut oft den Satz, das sieht gut aus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn so jemand vor euch steht, wisst ihr sofort, ah, das ist eine Person, die denkt visuell, ne? Also die sieht irgendetwas. Wenn du der also visuell etwas näher bringst, wenn du der zum Beispiel ein Projekt schilderst und hast entsprechend Fotos dabei oder Zeichnungen oder Skizzen, dann kann die das viel, viel besser darstellen und verstehen. Oder aber Auditive, die kannst du daran erkennen, dass die sehr häufig den Satz sagen, das hört sich gut an. Ja? Und das ist eine spannende Sache. Also achtet mal darauf, wenn ihr euch unterhaltet, was die Leute zu euch sagen oder wie die euch antworten. Und ihr könnt euch den anpassen. Und das Spannende ist, Kommunikation schlägt meistens fehl, wenn man halt nicht erkennt, was der Gegenüber für eine Sprache spricht und du dann sozusagen ganz auf einem ganz anderen Kanal mit dem kommunizierst. Also und das nutze ich eben auch bei meinen Hypnoseshows. Der einzige Unterschied in der Hypnoseshow ist, dass ich halt mit den Probanden am Anfang der Show nicht rede. Das heißt also, ich muss die Probanden sehr schnell einschätzen, welcher Typ Mensch sind die. Und vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, gerade am Anfang, wenn ich Leute am Boden festkleben lasse, versuche ich so viele Sinneskanäle wie möglich anzusprechen und beobachte ganz genau die Reaktion von Probanden. Ja? Kann man hier in diesem Clip sehr gut sehen. Was geschieht? Genau, ich halte dich fest, fühle dich völlig wohl und entspannt. Und ich möchte, dass du dich einmal mit geschlossenen Augen auf deinen Körper konzentrierst. Und wenn du dich jetzt auf deinen Körper konzentrierst, spürst du, wie dein Körper mit geschlossenen Augen immer schwerer wird. Und das Verrückte ist, dass sich das jetzt anfühlt, als würde dein Körper mit geschlossenen Augen am Stuhl festkleben. Du fühlst, wie die Arme immer schwerer werden, die Beine. Und der Körper, der ist gleich an diesem Stuhl festgewachsen. Du kannst einfach nicht mehr aufstehen. Je mehr du probierst aufzustehen, umso fester klebt der Körper fest. Und man merkt das, wenn ich gleich einen deiner Arme anhebe, dann zieht der Arm wie ein Stein nach unten. Ich hebe jetzt eine Hand an und du merkst, dass die Hand richtig schwer ist. Genau. Und du kannst gleich nicht mehr aufstehen. Ich werde dich an der Stirn berühren. Und wenn ich dich an der Stirn berühre, kannst du mit geschlossenen Augen versuchen, vom Stuhl aufzustehen. Aber der Körper klebt fest, der Rücken an der Lehne, die Arme, die Beine, die Füße. Ich sage also so Sachen wie, du fühlst, wie du am Boden festklebst. Du stellst dir vor, dass ein Metallklotz auf deinem Körper liegt. Ne? Also ich grase die verschiedenen Typen sozusagen ab. Und anhand von Reaktionen, wie zum Beispiel, dass bei einem bestimmten Satz die Füße zur Seite kippen oder ähnliches, sehe ich dann, wie kann ich mit jemandem arbeiten? Was für ein Typ ist das? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, dann freue ich mich. Und wir sehen uns hier auf diesem Kanal nächste Woche wieder mit einem neuen spannenden Video. Also, bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns.